Mein Kollege Michael Leutert von den Linken wollte euch letztens im Videobeitrag zeigen, wie der Sitzungssaal der FDP-Fraktion aussieht. Wir schauen uns jetzt etwas an, was man vielleicht bald überhaupt nicht mehr sehen kann. Den Fraktionssitzungssaal der FDP. Das war leider daneben gegangen. Warum? Das zeige ich euch jetzt gleich. So, immerhin hat es der Kollege in den richtigen Turm des Reichstags geschafft und ist hier hinten reingelaufen, wo tatsächlich auch unser Sitzungssaal ist. Gehen wir mal dahinter. Der Kollege Leutert hat hier in den Vorraum vor den Fraktionssälen Werbemittel von uns gefunden, unter anderem diesen Wegweiser, und gab den Rat, sich nicht darauf zu verlassen. Und hier dann noch so ein Wegweiser, ne? Allerdings warne ich vor dem Wegweiser. Man weiß nicht, was dabei herauskommt, wenn man sich an ihn hält. Hätte er es mal besser gemacht, dann wüsste er auch, wo es hier im Bundestag lang geht. Aber wir könnten tauschen. Ich guck dann gleich nochmal. Naja, also, es sieht nicht viel anders aus. Kleiner auf alle Fälle, aber ich muss sagen, er hat Stil. So, schauen wir uns doch mal den vermeintlichen Fraktionssaal an. Ja, das hier ist nicht der Fraktionssaal, sondern der Saal des Fraktionsvorstandes. Deswegen ist er auch so schön gemütlich klein. Und jetzt schauen wir, wo wirklich der Fraktionssaal der FDP hier im Bundestag ist. Man geht nämlich einfach links herum. Das müsste eigentlich einem linken Politiker wie Michael Leutert leicht fallen. Und das ist der wirkliche Fraktionssaal der FDP. Er ist hell, modern, zukunftsausgerichtet, innovationsfreundlich, so wie die Fraktion. Also, trotz besserer Werbemittel, ich glaube, wir haben das bessere Programm. So, und was haben wir daraus gelernt? Ein vermeintlich gutes Programm der Linken? Bei dieser Desorientierung, ich würde sagen, wer der FDP folgt, der findet auch am Ende den richtigen Weg. Und lieber Michael, wenn du mal wieder den Weg suchst, ruf einfach bei mir an. Ich kann schon helfen. Tschüss.